Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier, zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part haben wir im Wüstenland, so gut es geht, Powermonde gesammelt, vor allem die Powermonde aus dem Mondquader. Und ja, wir hatten allerdings bei diesem Powermond hier ein paar Probleme. Wie man an den rankommt, weiß ich leider immer noch nicht, aber ich denke mal, wir werden das schon noch mit der Zeit rausfinden. So, was ich jetzt einmal machen möchte, ist ganz gerne, ich möchte in dieses Loch. Und zwar, yay, mein Rang ist gestiegen. Wo war das? War das hier? Ah, ich glaube, da war's. Ja. Was war hier nochmal? Schaf fliegt weg wegen der Stammattacke, der läuft. So. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Denn jetzt sollte ja der Ring der Einheit wieder an seinem Platz sein. Jo, da ist er nämlich. Und wer weiß, vielleicht finden wir jetzt irgendwas hier oder bekommen irgendwas. Ich habe den Ring der Einheit gefunden, aber er ist viel zu schwer. Ich kann ihn nicht tragen. Und du willst nicht reden? Na gut. Und hier auf dem Diamant befindet, oder auf dem Edelstein befindet sich ein Powermond. Der Ring der Einheit ist zurück. So ist es. Ja, das ist der Powermond Nummer 76. Ich glaube, der 69. Das dürfte der mit Peach sein. Allerdings habe ich sie ja noch nicht gefunden, ne, also. Wo ist sie überhaupt? Das frage ich mich gerade. Oder ist sie gar nicht hier? Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Weil eigentlich müsste sie ja hier sein. Reden wir doch erstmal mit Luigi. Weil wir haben ja einen neuen Rang jetzt. Oh. 600 Coins. Warum nicht? Ich würde meine Statistik gerne bewundern. Versuche, okay. Alter, 80 Versuche müssen die Leute machen. Okay. Halt eine Münzen, 700 von 1200. Ja, das kann auch noch eine Weile dauern. Ballon, suche ist auch noch ein bisschen was. Ja. Ich werde halt auch noch ein bisschen offscreen, ein bisschen weiter zocken. Aber das Ding ist, wo ist Prinzessin Peach jetzt überhaupt? Irgendwo hier muss sie ja sein. Yay! Okay, aber wisst ihr, was wir jetzt machen werden? Oh. Ja, da hat irgendjemand meinen Ballon kaputt gemacht. Na egal, bei Gelegenheit setze ich mal wieder einen neuen. Muss ich ja sowieso machen, wenn ich die ganzen Punkte haben will. So, der Vogel war hier. Erzähl mir was. Peach im Wüstenland. Ja, wo ist die blöde Kuh denn? Der ist hier wahrscheinlich. Ja, sie, nicht er. Jam Session im Wüstenland. Jam Session. Damit könnte ja nur der Toad gemeint sein, oder? Da vorne sehe ich irgendwas. Ja, das ist der Toad sogar. Mit Wüstenlandkunst gefunden. Es gibt eine Wüstenlandkunst? Okay. Wohin führt dieses Stromnetz? Okay, da hoch. So, und reden wir mit dem Toad hier. Hey du! Ich bin mal hier. Ja, okay. Erinnerungen an harte Kämpfe. Erinnerungen an harte Kämpfe.
Ja, keine Ahnung. Bruderskampf? Ja, das ist sie, das ist die Musik, die ich hören wollte. Danke, hier für dich. Nice. Jam Session im Wüstenland. Okay, jetzt würde ich aber ganz gerne die Musik wieder ausschalten. 78 von 82. Anscheinend hat sich nichts hinzugefügt. Mondliste. Peach. Oh, das ist echt der 69. LOL. Mit Wüstenlandkunst. Ja, wo ist der überhaupt? 3 Monde fehlen es noch und ich habe keinen Plan. Aber das Ding ist, der Vogel kann uns ja jetzt nur noch den einen Tipp sagen. Auf der östlichen Säule. Ja, toller Tipp, du Bastardvogel. Echt. Toller Tipp. Das ist genau das, was ich hören wollte. Wirklich. Aber wo zur fucking Hölle ist diese Peach, ey? Oh, das ist die Hinweiskunst. Das ist die Hinweiskunst. Das sieht stark nach Bowsers Land aus. Nach diesem, und das ist der Shop. Können wir ja demnächst auch mal hingehen. Aber wo soll Peach denn bitte sein? Ich sehe sie ja hier nirgends. Sie sagte, sie will sich die Ruinen angucken. Wo ist die dann, diese blöde Kuh? Ich sehe sie hier nirgends. Oder muss ich erstmal alle Goombas töten? Ich verstehe das ja auch nicht. Es ist echt so schwer, die 100% des Spiels zu collecten. Mal ehrlich. Die Ruinen im Dings anschauen. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, es ist keine Sünde, wenn ich jetzt den den Helfer-Toad frage. Aber das Ding ist, bei dem einen Power-Mond hier auf der östlichen Säule wird das ja keinen Sinn machen, dieser Tipp. Weil, ja, ich weiß ja, wo er ist, aber ich habe keinen Plan, wie ich einen Kugelwil hierher transportieren soll. Denn hier ist ja. Ach Mann, ich bin gerade so am Überlegen. Das klingt so lol. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Schlag mich, wenn ich doof bin, aber ich weiß es wirklich nicht. Es hat mit dem Kugelblitz zu tun, ist ja klar, weil die Kugelblitze sind die einzigen, die diese Teile zerstören können. Aber selbst die explodieren nach geraumer Zeit. Das ist voll dumm. Das sind so 1 € Kugelblitz aus Kick oder was? Stimmt, wartet mal. Eventuell kann man ja den. Ich werde mal meinen Controller schütteln, um zu beschleunigen, weil eventuell sind wir dann noch schneller. Stimmt, das sollten wir ausprobieren. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich werde es noch ein paar Mal probieren, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Entschuldigung. Irgendwie wird man den auch besiegen müssen. Besiegen, vor allem einen Stein besiegen, ja, leck mir Morsch. Natürlich explodiert dieser idiotische Kugelbee, war ja auch klar.
Komm. Nein, das war so knapp. Okay, was heißt wiederum, dass wir den erreichen können, wenn wir da auf dieser Säule sind? Ja, genau, so muss es sein. Ist irgendwas? Ich habe gehört, irgendwo gibt es einen unterirdischen Zugang, der da hochführt. Ja, wenn du durch Gift schwimmen kannst, kommst du da auch hin. Es sei denn, du schaffst es, auf dem Jauxi zu reiten. Alles klar. Du sollst zwar einen Hechtsprung machen, aber bin ich, da nicht. So, jetzt, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Dann capern wir uns ein. Stimmt, ich muss da rüber, sonst. Ja. Ich muss hier rüber, weil die sonst explodieren. Das ist nicht machbar! Was ist das für eine Verarsche? Das ist Verarsche, das ist pure Verarsche. Ich weiß nicht, was mit den Entwicklern los ist, aber das kann man nicht schaffen. Ich will aber auch nicht mal den ganzen Tag hier verbringen. Ich will auch mal das Land abschließen. Und solche dummen Powermonde verhindern das. Mann. Das ist doch nicht witzig, ey. So, wisst ihr was, aber ich habe schon eine andere Idee. Wir lassen einen Kugelwil herkommen. Ja, Mann! Aber übelst knapp. Auf der östlichen Säule. Liebe Entwickler, leckt mich. Okay, damit haben wir alle Mondquader, Powermonde, aber das war wirklich übelster Scheiß. Wie zur Hölle sollte man... Nein. Das macht keinen Sinn. Also, naja gut, das macht schon Sinn, aber es war übelst knapp. Es war übelst knapp bemessen. Und wisst ihr was, ich gehe jetzt echt den Helfer-Toad ausfragen, weil ich bin wirklich viel zu blöd, um Peach zu finden. Vielleicht ist sie an einem offensichtlichen Ort, der mir nicht einfällt. Das war jetzt ein unnötiger Screenshot, den kann ich jetzt direkt löschen. Ein weißes Bild, das sehen wir auch ganz gerne. So. Hier. Natürlich zeigt dieser Idiot mir die Hinweiskunst. Du bist wirklich so schlau. Da? Ich sag's dir, wenn du mich verarscht, ne? Das Ding ist, wie sollte Peach denn überhaupt da hinkommen? Ich glaube, es ist aber nicht auf der Kopfstandpyramide, oder? Erzähl mir bloß keinen Scheiß. Ach, nehmen wir erstmal das Teil. Ist nicht wahr. Der einzige Ort, wo wir nicht gesucht haben. Yay. Unglaublich, dass diese riesige Siedlung, dass dieses riesige Steinding schweben kann. Das ist eine Kopfstandpyramide, Peach. Die Welt ist wirklich voller Wunder. Warum schwebt sie? Warum steht sie Kopf? Wie mysteriös. Ich habe sogar einen Powermond im Sand gefunden. Gib gut auf ihn Acht, ja? Klar, unsere Odyssee kann viel damit anfangen. Peach im Wüstenland. Alles klar. Ich musste gerade an das Land mit den vielen schönen Blumen denken. Dahin möchte ich gerne nochmal. Mit den vielen schönen Blumen. Na, wir werden sowieso jedes Land durchqueren. Alles klar. Damit hätten wir das abgeschlossen. Und ich würde sagen, Leute, ich werde als allererstes ins Bowserland gehen. Also direkt als nächstes. Aber nicht etwa, um da jetzt alles zu machen, sondern ich will die Hinweiskunst da haben. So, aber hier mit
Wüstenlandkunst gefunden, die will ich halt jetzt noch machen. Mehr Powermonde für unsere Odyssee. Bam! Alter, wir kriegen immer mehr! Nice! Auf in ein neues Land. Oder, naja, besser gesagt, erstmal ins Bowserland. Aber viele Länder wir noch vor uns haben, ne? Bis wir dann fertig sind, das kann echt eine Weile dauern. Puh. Stimmt, ja, uns fehlt ja noch die Hinweiskunst von der finsteren Seite des Mondes. Oh Gott, das habe ich total vergessen. Leute, das ist auch eine Hinweiskunst. Aber ich will erstmal dahin. Das heißt 3 und 6. Was heißt das? Ich gucke sie mir nochmal, obwohl erstmal. Drei und sechs. Drei vom Checkpoint. Eins, zwei, drei, vier. Hier vielleicht? Tatsächlich, das sind Steine ge gemeint gewesen. Mit Wüstenlandkunst gefunden. Und Prinzessin Peach ist ernsthaft hier? Oh, die sieht schön aus. Doch bevor wir hier weitermachen, ja, würde ich erstmal ganz gerne zurück. Tut mir leid, Peach, aber ich muss dich hier erstmal zurücklassen. Mann, bin ich ein Fiesling. Dieser eine Powermond wandert jetzt auch in die Odyssee. Wir müssen ja sowieso noch mal ins Wüstenland, also von daher ist es ja nicht so schlimm, denke ich. Aber wie viel wir noch vor uns haben. Ja, die 100% des Spiels, meine Freunde. Ja. Alles klar. Ah, ich finde es auch so cool, dass unsere Odyssee jetzt wieder wie neu aussieht, weil sie hatte ja damals diese Schäden und da war so Metall halt, diese Lackierungen waren nicht mehr da. Aber jetzt ist die Odyssee wieder schön. So, erstmal gucken wir doch auf unser Ergebnis. Alle 89 Powermonde im Wüstenland. Damit haben wir sowohl das Hutland. Also das Kaskadenland und das Wüstenland abgeschlossen. Ist das nicht cool? Doch noch ist es nicht ganz fertig, denn es gibt eine Hinweiskunst, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. So, die können wir auf jeden Fall jetzt löschen. Ich sagte löschen. Doch X gedrückt, Mann. So, und zwar diese hier. Das ist auf jeden Fall das Wüstenland. Und ich glaube, ich weiß schon, wo das ist. Deswegen gehen wir erstmal da in die Ruinen. Ja, safe hier irgendwo in den Ruinen sein. Oder? Nicht? Ich dachte, es wäre hier. Das muss ja mit dem Wüstenland zu tun haben. Das sieht man doch. Oder sag ich, das hat etwas mit dem Schlemmerland zu tun. Das wäre ein bisschen peinlich. Kann ja sogar tatsächlich sein, oder? Ich weiß nicht, aber seid mir nicht böse, wenn ich jetzt einmal kurz nachgucken gehe. Ich habe mich tatsächlich geirrt. Ja. Es befindet sich nämlich nicht im Wüstenland, sondern im nächsten Land, das wir bereisen, so das Seeland. Dann haben wir dieses Land hier tatsächlich zu 100% abgeschlossen. Finde ich cool.
Nun gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Odyssey zurück und gehen direkt ins nächste Land, um dort noch ein bisschen was zu machen, würde ich sagen. Hier sind wir damit endgültig fertig. Let's go. Das Seeland wartet auf uns. Der Ladescreen kann auch nerven, also. Das Seeland. Das Seeland. Das Seeland. Das reicht. Da ist auch ein Mondquader. Gut erkannt. Ja. So, da drüben kommen wir hoch mittels des Teils. Deswegen, das machen wir auch jetzt. Denn wir wollen ihn ja direkt aktivieren. Oh, ich mag diese Idylle immer noch. So. Wie viele Pokémon sind jetzt erschienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, es sind 8 Stellen und eine Stelle davon ist ein Doppelmond. Also halt quasi, ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde sagen, wir machen direkt einmal eine kleine Ballonjagd. Zuallererst möchte ich meinen Ballon verstecken. Das Ding ist, gab es nicht mal irgendwo so einen Reißverschluss, will ich ganz... Oh, Leute, wir starten hier. Gucken wir mal. Genau hier. Ist ganz gut, finde ich. Jo. Danke, Luigi. Das nehme ich mir echt zu Herzen. Dann würde ich sagen, suchen wir jetzt noch einen Ballon. Diesen hier. Ja, 10 Coins, wenn wir 73 Münzen Gewinn machen, ist doch ganz gut. In die Richtung 131 Meter. Hat er dasselbe gemacht wie ich? Da ist er versteckt. Der Typ hat sich viel zu viel Zeit gelassen. Glückwunsch, wir haben einen Ballon gefangen. Platzen lassen. Der war halt viel zu leicht, also ja. Hat auf 35 Münzen, weil wir so viel Zeit übrig hatten. Ja, lel. Okay, das haben wir einmal gespielt. Mein Gott, Alter, warum kann zweimal B nicht gleich abbrechen heißen? Danke, liebe Entwickler. Nun gut. Die Ballonjagd haben wir hier gespielt. Das ist ganz cool. Ah, stimmt, hier waren diese Wassertropfen-Coins. Die sahen ziemlich cool aus. Jetzt sind es statt 27, 42. Aber es sind echt nicht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Plus noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Standard-Power-Monde. Habe ich nicht mal irgendwas glitzern gesehen? Also vorhin. Jo, da. Nein! Den Powermond. Och nee, was heißt die Powermond? Den Vogel. Da ist noch einer. Na gut, dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal den Powermond da drüben. Oh, das war's wohl nicht. Diese Reißverschlussfähigkeit ist auch ganz cool. Hinter dem Schleusentor. War das der erste von... Ja, tatsächlich. Was ist der Vogel weg? Ist das euer Ernst?
Na gut, wisst ihr was? Ich glaube, wir haben noch genug Zeit für das Koopa Free Running. Oh nein, ich sehe gerade hier unten. Nee, Mr. Vogel, der fliegt ja jetzt. Ich glaube, wir machen jetzt direkt das Koopa Free Running. Obwohl das hier ein bisschen schwierig sein wird. Mal gucken. Das Standardrennen. Da drüben ist das Ziel. Ja, gut, ne? Wenn dann kommt, ist scheißegal. Ah, okay, das war schon mal ein echter Reinfall. Ja, habt ihr dem alle den Weg. Ja, die können da durch und ich muss den Reißverschluss nehmen am Arsch. Mich werdet ihr nicht besiegen, ist das klar. Das Witzige ist, man kann sich von denen quasi den Weg zeigen lassen. Die lassen sich auf diesen Algendingern treffen. Ja, läuft. Jetzt geht mir auch noch die Luft aus. Aua. Fuck, 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 fuck. Okay. Idiot! Versagen wir jetzt echt schon beim Standardrennen? Nee, oder? Deswegen kommt man da nicht irgendwie hoch. Ja, die könnte ich auch ihre Cappy werfen. Sonst wo. Ach lol, die haben das auch gemacht. Ja, dann bin ich wahrscheinlich einfach nur blöd. Die machen echt dasselbe wie ich. Das Ding ist, wir hätten uns eigentlich auch ein Cheap Cheap Cape an können, aber das haben wir nicht gemacht. Das hätte ich eventuell tun sollen. Na, lass mich bloß in Ruhe, ihr scheiß Algen. Alles klar. Geht's darüber eigentlich schneller? Das glaube ich irgendwie nicht. Okay, damit haben wir das erste Rennen geschafft, aber ich habe mich wirklich am Anfang so dumm angestellt wie sonst was. Ich dachte halt, man könne da hoch. Seeland, Standardrennen. So, dann noch einmal. Deswegen, ich muss mich auch mal wieder umziehen, lol. Lol, 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 lol. Ja, überspringen, ich weiß, wo es lang geht. Haben wir es dann? Ne? Danke. Ja, schaut bisher nicht schlecht aus. Bislang nicht so schlecht eigentlich. Aber ich muss besser werden, ich muss besser werden. Mir geht die Luft aus, fuck.
Schnell, ich brauch dringend Cheep Cheep. Ich mach jetzt diese Technik. Kannst mich mal am Arsch. Ich glaube, er nimmt den Aufzug. Okay, easy. Nice. Das war bislang einer der schwersten Freerunnings. Na schön. Seeland-Expertenrennen. Gut, Leute, dann hoffe ich mal, dass euch auch dieser Part von Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte. Falls ja, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo ebenfalls nicht schlecht, wenn ich meinen Content gut unterhält. Und im nächsten Part werden wir dann... So gut es geht, weitere Powermone sammeln. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Super Mario Odyssey.